Mit dem Wegfall der russischen Gaslieferung haben viele Fachleute geglaubt und nicht nur Fachleute, dass Deutschland und Europa sehr schwierigen Zeiten entgegenblicken würden. Das ist aber nicht passiert. Es ist warm, die Wirtschaftskrise ist ausgeblieben und unsere Energieversorgung ist auch gesichert. Eine große Gemeinschaftsleistung Europas, von der ich mir wünschte, sie würde in der Dimension auch noch gewürdigt werden. Denn tatsächlich muss man ja schon sehen, das ist ein großer Unterschied zu all den Erwartungen, die einige im letzten Jahr hatten. Befürchtung wäre ja die richtige Formulierung. Für die Zukunft, Alexander hat das schon gesagt, wird das große Thema Wasserstoff sein. Und dabei werden wir zum Teil die Infrastrukturen, die wir jetzt bauen, nutzen können, aber zum Teil auch neue zusätzliche bauen können. Wir müssen aber davon ausgehen, dass die Zukunft unserer Volkswirtschaften abhängen wird von einer besseren Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen. Onshore-Wind wird eine zentrale Rolle spielen und der Ausbau Offshore-Wind auch. Ich bin sehr froh über den nächsten Nordseegipfel, den wir miteinander haben werden, mit jetzt noch mehr Ländern, wo es darum geht, wie wir es schaffen können, dass wir die Nordsee in der Tat zu einem ganz großen Produktionsort für den Strom der Zukunft machen. Und zwar nicht irgendwann in einer fernen Zukunft, sondern jetzt, in diesem und Anfang des nächsten Jahrzehnts. Das ist die Zeit. Da geht es um milliardenschwere Investitionen und enge Kooperation. Und genau das ist das, was wir uns vorgenommen haben.